Was geht ab, ihr Schnüffler da draußen? Und willkommen zurück zu der neuen Runde Landwirtschaftssimulator 17 im Bereich Forst. Ja, ich habe hier noch letztens ein bisschen aufgeräumt und dementsprechend die Fahrzeuge auch ein bisschen noch hingestellt. Oh, ich habe einen Häcksler dazu gekauft. Oh, ja. Weil ich ja hier ein bisschen noch die Stämme weggeräumt hatte. Ja, und ja, der Wald wird noch ein bisschen weiter weichen, weil wir brauchen noch ein bisschen Geld. Und ja, ich spiele hier ein bisschen mit Maus und Tastatur. Ausprobieren, wie das so ist. Zack. Wie schaltet man den Harvester vorne nochmal ein mit B? Ja, ein bisschen weiter ran. So. Nee, sogar nach vorne. So, jetzt mal ein bisschen alles wieder einstellen hier. Kann man machen. Und weiter geht's. Ja, einfach mal ein bisschen versuchen, wie das hier so vonstatten geht mit dem Harvester. Einfach mal ausprobieren. Also mit Maus und Tastatur meine ich nicht dem Harvester. Mit dem Harvester wissen wir ja, wie es abgeht. Und warum habe ich jetzt keine Musik? Ja, egal. Hat YouTube mal keinen Grund mehr rum zu meckern, dass GEMA-rechtliche Musik verwendet wird. Und ist mir so oder so egal, da ich eh nicht monetarisiere. Er gesagt, es nicht darf. Na, warum darf ich denn nicht sägen jetzt? Oh, noch zu weit weg. Jetzt? Wir waren noch nicht mal dran. So, jetzt sägen. Uha. Das ist ein längerer Baumstumpf. Egal. So. Nee, darum soll's. Ja, ist alles noch so ein bisschen rumgefummelt hier mit der Tastatur, halt alles mal rauszufinden, wie es geht. Ich muss sagen, mit der Maus gefällt es mir doch besser zu steuern. Wenn man mal was sehen würde. Ja, dürfte passen. Nicht ganz. So, jetzt. Och, Mensch. Er ist alles jetzt wieder ein bisschen rumgefummelt hier. Ja, er soll sägen, nicht vorgehen. So, dann darf das Geld verdienen ja wieder losgehen. Ja, kommt was rein? Kommt was rein? Oder noch nicht? Ja, es kommt. Ja. Das hört sich auch gerade etwas falsch an. Ja, es kommt. Naja, machen wir einfach erstmal. Einfach mal den ganzen Wald hier platt machen. Weil wir brauchen den Platz ja. Für unseren eigenen neuen Hof. Ne? So. Ah, da hat es auch jetzt mal geklappt. So schön. Ja, die Steuerung ist echt noch gewöhnungsbedürftig mit der Tastatur. Aber egal. Macht irgendwie ein bisschen mehr Spaß als mit dem Gamepad gerade. Muss man ehrlich sagen. So. Passt.
Nein, natürlich nicht. Warum sollte es auch passen? Aber jetzt aber. Ja, fast 200.000 brauchen wir allein schon für den Biber-Papa. Dann noch. Ja, ich habe das Sägewerk mal wieder vergessen runterzuladen. Naja, nicht schlimm, machen wir das nächste Mal. Da hat ja noch ein bisschen Zeit. Wir brauchen ja eh noch gut Geld dafür. Zack. Ui. Ja, wie lange habe ich dafür gebraucht, hier aufzuräumen? Ah, gut, eine Stunde, anderthalb. Ah, so ändert man die Kameraperspektive. Okay. Gut zu wissen. Ja, ich habe die ganze Steuerung doch nicht so wirklich raus. Und wenn wir bald zu weit reinkommen, nehmen wir den Häcksler auch und schieben den auch weiter in den Wald rein. Zack. Kann man doch so machen. Ja. Das ist doof, wenn die Musik nicht läuft. Egal, hören wir mal ein bisschen Harvester hier. Bastet. Ja, dürfte. Na, ein Stück zurück noch. Och nö, kein Baumstammstau. Ah, geht doch. Ist wieder frei. Das ist echt erstaunlich, dass momentan jeden Tag ein Part von mir kommt. Und lasst euch überraschen, was es so Schönes nach Need for Speed geben wird. Ich hab da noch ein paar schöne Sachen auf Lager, aber da will ich noch nicht zu viel von verraten. Nee, das war wieder zu tief. Oh, machen wir es mal so. Oh, der Wald lichtet sich schon. Kommt vor. Kommt schon immer weiter rein. Zu den dickeren. Zack. Ja, und irgendwann verschwindet auch mal der ganze Wald. Ist doch schön. Und je mehr der Wald wegkommt, das wird nicht passen. Ja, die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Hatte ich das schon mal erwähnt gehabt? Ich glaube schon, dass ich mal sowas gesagt habe. Oh, naja. Naja. Nein, ich habe heute mal wieder kein Thema auf Lager. Egal. Oh, schon 72. Läuft doch. Ja, okay, wir könnten uns auch diesen stationären Jens Hacker wieder hinstellen, den platzierbaren, der es direkt verkauft. Wieder oben. An der ersten Stelle, aber nee, muss nicht sein. Hat man ja nicht mehr so schön wirklich was zu gucken. Also finde ich so. Wir sollten langsam auch mal die größeren Bäume nicht kriegen. Deswegen will ich ja weiter rein hier. Na? Da habe ich dich doch. Zack. Ja, der sieht doch schon größer aus. Dass der immer so piepen muss beim Rückwärtsfahren. Ich verstehe es. Ist zwar ein Warnhinweis, aber trotzdem. Ja, du sollst auch schon weiter rückwärts fahren.
Ja, ich und die PC-Tastatursteuerung nur. Wie gesagt, alles noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So, dürfte es passen. Oh, ein schöner großer. Der gibt gut Geld, wenn der durch ist. Ja, und ich würde die Stücke ja gern größer machen, aber 1 Meter ist schon in Ordnung dafür. Eventuell nehme ich den Sawdust-Mod nochmal raus. Man sieht, der häuft sich schon da unter Häcksler. Ey, nö. Kein Baumstammstau. Danke. Oh, der bringt schon gut Geld. Können wir bei den Biber-Papa-Aktionen sehen. Oh yeah. Zack. Jetzt müssen wir nachher nochmal ein bisschen freimachen. Ja, mal schauen. Da haben wir noch was Schönes. Ja, wahrscheinlich gehen wir dann, wenn wir hier genug Platz haben, hier die ganze Kante entlang schon mal, weil diese krummen Bäume können wir ja nicht mitnehmen. Also können wir schon fällen, aber nicht mit dem Harvester. Oh, das ist auch wieder so ein schöner großer. Und er fällt, er fällt, er fällt. Oh, voll in die Bäume rein. Ich wollte auch noch den Fendt 800 Favorit mit reinnehmen. Ja, egal. Kann man mal vergessen. Ist ja noch nicht so schlimm. Wir haben ja bisher dann Biber Papa schon mal in Aktion. Sollten wir dann in Aktion haben. Eigentlich macht man es ja nicht, die direkt hier reinhäckseln. Aber egal, wir machen's. Sieht cooler aus einfach. Ah, nicht zurück. Solltest du sägen. Ja, so diese ganzen Tastenkürze hier noch. Erstmal alle einprägen, wo die sind. So. Und weiter Geld reinbekommen. Ah, bisher können wir ja nämlich noch hin und her fahren. Wenn es zu lange dauert, das hin und her fahren, machen wir uns halt einen Hackschnitzerhaufen. Verladen den dann einfach mit ein paar Förderbändern. Außer ihr wollt das direkt, dann müsst ihr mir das aber schon in die Kommentare schreiben. Wie ihr es, was ihr gern sehen wollt. Ob ich noch ein paar Runden hin und her fahren soll oder direkt mit Förderbändern arbeiten soll. Weil ohne Feedback kann ich nicht auf euch eingehen. Ihr schreibt faulen Leute. Naja, nu, ist dann halt so. Jeder ist sich seines selbes Glückes Schmied oder irgendwie so. Ich dachte gerade schon, wenn er es schon wieder nicht aufnimmt. Aber, oho, die Problematik bisher noch nicht. Die Problematik bisher noch nicht. Oh, wir fressen uns ja auch schon lange keine mit guter Kante hier lang. Nächsten. Wir holen uns ja echt einen Baum nach dem anderen. Ich wollte rückwärts nicht lenken. Ja, ich sagte ja, ich muss noch ein bisschen hier auf die Steuerung klarkommen. Sonst geht das alles so. Ah, passt das? Sieht so aus. Darf aber noch nicht sägen. Nee, hat noch nicht gepasst.
Ah, ja, das mit links und rechts mit der Maus noch hinzubekommen, ist ein bisschen tricky. Aber egal, das schaffen wir auch schon. Und? Dürfen wir nicht. Wieso dürfen wir den jetzt nicht sägen? Na komm. Häng dich doch da jetzt nicht fest. Sollst den absägen da unten. Jetzt. Zack. Oha, hier, die machen wieder Probleme, die Bäume. Du sollst ihn doch nicht hier sägen, Trottel. Solltest zurückfahren. Ein bisschen näher ran. Das hat jetzt echt voll was gebracht, da näher ran zu fahren. Ich reiß hier den Häcksler noch mit um. Sehr schön. Und weiter Geld verdienen. Ja, kleines Stück Holz müssen wir doch demnächst noch wegholen. Doch, mit Tastatur macht es mir ehrlich gesagt echt mehr Spaß. Also, erstmal weiter mit Tastatur spielen. Wenn ich wieder Bock auf Gamepad habe, nehme ich jetzt erst Gamepad. So. Also, machen wir es mal so. Wir machen es eh so, wie ich das will. Da. Scheiße. Dich will ich, dich will ich. Ich will noch mal ein bisschen dick Geld. Nee. Dich will ich nicht. Ich wollte den davon. Wo du auch ein dickerer bist, aber da kommen wir echt langsam auch in den dickeren Bereich. Ach, Gestrüpp, geh weg. Hier alle wieder einstellen. Weil zwischendurch verschiebt es sich ja alle gerne. Ja, mit dem Ding rüber zu fahren ist echt schon eine Kunst für sich. Aber man verschiebt den auch gerne mal. Wie ihr seht. Ganz ruhig, Bäumchen. Na, bist jetzt drüber oder nicht? Ja, du sollst nach oben, nicht nach unten. Hoffentlich passt es wenigstens. Ja, sieht scheint zu gehen. Aber dann kommt durch den auch wieder ein bisschen Geld rein. Und das wird dann erstmal der letzte Baum für diesen Part sein. Danach ist er zu Ende schon wieder. Wird er sägen. Ja. Na komm. Ja, dann haben wir schon fast 100.000 wieder. Zurück, dass sie sich nicht festhängen. Also ein bisschen haben wir es heute schon geschafft. So ist das nicht. Ja, irgendwann müssen wir den Häcksler mal zurückfahren mit den Sägespänen da unten. Sägespäne, sowas.
Ja, Leute, ich hänge hier nämlich direkt noch ein Part hinten dran. Also, wenn ihr Lust habt, schaltet auch wieder das nächste Mal rein. Das heißt, LS17 Forst. Wir roden den Wald. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.